Mein Name ist Jochen Redeker. Ich bin Professor für Kommunikationsdesign an der HTWG Konstanz und Dekan der Fakultät für Architektur und Gestaltung. Normalerweise würde ich jetzt vermutlich in einem Vorlesungssaal stehen oder in einem Seminarraum, vielleicht in meinem Büro Einzelgespräche führen, eine Übung leiten oder eine Vorlesung halten. Nichts davon ist möglich. Die Vorlesungssäle sind leer, die Seminarräume verwaist, die Büros logischerweise auch. Die HTWG ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Das ist eine bittere Situation, denn gerade auch in unseren Werkstätten, die normalerweise voller Leben sind, versuchen wir, die praktischen Aspekte unserer Arbeit in dem unendlich wichtigen, persönlichen, menschlichen Miteinander direkt an unsere Studierenden zu vermitteln. Das geht nun leider gerade nicht. So sitze ich jetzt in meinem Homeoffice und versuche, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen das Unmögliche möglich zu machen, nämlich die sehr praxisorientierten, inhaltlichen, wissenschaftlichen, technischen und handwerklichen Grundlagen für unsere Fächer in digitalen Formaten zu vermitteln. Natürlich freuen wir uns alle darauf, dass die Hochschule nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wieder öffnet, dass wieder Leben in den Fluren, in den Werkstätten, in den Seminarräumen herrscht, dass wir wieder zum persönlichen Austausch miteinander zurückfinden. Gleichwohl denke ich, dass die Corona-Krise auch ihre positiven Seiten neben all den fürchterlichen und negativen Aspekten, die sie mit sich bringt, zeitigt. So zum Beispiel die Erfahrung, dass vielleicht nicht alles, für was man früher in einen Flieger gestiegen ist, um die halbe Welt gefahren ist, heute noch notwendig ist. Vielleicht können wir durch die stärkere Gewöhnung an digitale Techniken den einen oder anderen ökologischen Fußabdruck verbessern und nachhaltiger agieren. Ich glaube, das wichtigste Learning aus der Corona-Krise wird aber sein, wie wesentlich es ist, menschlich miteinander umzugehen, verantwortungsvoll, hilfsbereit und solidarisch. Das ist etwas, was wir nicht nur von der Politik verlangen können, sondern von jedem Einzelnen. Wir können die Welt da draußen gestalten. Als Kommunikationsdesigner tun wir das, als Architekten tun wir das. Wir sollten es mit Verantwortung tun, aber auch jeder andere, der sein Umfeld gestaltet, das Miteinander menschlich und sozial gestaltet, kann seinen Beitrag dazu leisten, die Welt da draußen zu einem besseren Platz zu machen, als sie es vor der Corona-Krise war. Und wenn wir das gemeinsam mitnehmen, dann, glaube ich, können wir irgendwann unseren Enkeln nicht nur vom Horror dieser Zeit, sondern auch von den positiven Folgen berichten.